Sie überholen rechts, bringen Menschen in Gefahr. Abstand kennen sie nicht. Und wenn es geht, brettern sie durch die Nacht ohne Sinn und Verstand. Raser. Auf dem Schild oben links steht 100. Auf dem Tacho unten rechts 230. Möchte gern Rennfahrer, die Autobahnen mit Formel-1-Strecken verwechseln. Nur statt Pokale gibt es Punkte. Also das ist in dem Fall ist es der Höchsttatbestand. Das nennt sich dann Geschwindigkeitsüberschreitung über 71 km/h. Danach gibt es nichts mehr. Das sind 600 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot. Solche rücksichtslosen Autofahrer wollen sie finden. Für Sicherheit sorgen die Polizisten Manuel und Nicolas von der Autobahnpolizei Wiesbaden. Ihr Wagen ist gut getarnt. 300 PS, Sportfelgen, Klorolle. Und Kameras, die nur fliegendes Blech filmen. Dieser Raser überholt ganz entspannt rechts. Blöd nur, dass er an der Polizei vorbeidüst. Vor den Beamten schießt er gleich rüber über 3 Fahrspuren nach ganz links. Er ist eben noch eingezogen. Wer so auf der A3 rast, bekommt die volle Aufmerksamkeit der Polizeibeamten. Das ist Abstand. Meine Messung. Ich muss ein bisschen zurückfallen. Der hat jetzt absolut keinen Abstand. Der Vorausfahrende, man sieht den Vorderen, sieht man überhaupt nicht. Anhand der Schatten kann man sehen, dass wir fahren gerade ca. 170 km/h. Und das ist auf jeden Fall zu wenig Abstand. Denn er einhält Sicherheitsabstand. 90 Meter müsste der Abstand sein. Doch der Fahrer im dunklen Kombi hält maximal 20 Meter. Der kann auch mehr, sagen die Polizisten und bleiben erst einmal dran. Läuft. Denn genau solche Fahrer wollen sie aus dem Verkehr ziehen. 150. Tempolimit scheint hier auch egal. 162. Läuft. 144. 100 sind erlaubt. Nach 10 Kilometern reicht es den Polizisten. Genug gesehen. Bei so vielen Vergehen blicken die Beamten gerade selbst nicht mehr durch, wie sie das alles berechnen sollen, diese Punkte und Bares. Doch viel schlimmer ist es, dass die Fahrer mit Menschenleben spielen, wenn sie keinen Abstand halten, sagt Oberkommissar Manuel. Also bei 130 km/h legen wir ungefähr 36 Meter pro Sekunde zurück. Das heißt, wenn er einen Abstand einhält von 20 Metern, bevor er überhaupt daran denken kann zu reagieren, wenn vor ihm die Bremslichter angehen, bevor er überhaupt reagieren kann, schlägt er vorne ins Fahrzeug ein. Es sind oft Männer, sagen die Polizisten, Geschäftsleute mit Termindruck, Jugendliche mit Übermut. Guten Tag, die Autobahnpolizei Wiesbaden. Ja. Im Verlauf haben wir Sie festgestellt, dass Sie den Sicherheitsabstand zum Vordermann wirklich extrem unterschritten haben. Das waren keine 20 Meter Abstand gewesen. Im Bereich, wo 120 km/h erlaubt sind, haben wir sie gemessen mit 162 km/h und bei erlaubten 100 km/h mit 144 km/h. Solche Messergebnisse überraschen sogar den Verursacher. Nehmen Sie am Beifahrersitz Platz, dann zeige ich Ihnen das gerade. Er darf sich seine Fahrkünste anschauen. 18 Meter. Die Leitpfosten am Rand der Autobahn sind 50 Meter. Mhm. Ne? Aktuell haben wir eine geeichte Geschwindigkeit von 185 km/h. Das heißt, ich sage jetzt mal roundabout, 90 Meter Abstand müssten Sie ein halber Tacho, genau. 90 Meter müssten Sie einhalten. Jetzt kann man. War nur zeitweise, klar, aber. Wenn er in dem Moment bremst, reicht das aus, genau. Ne? Ja, und da war ja noch die Sache mit der Raserei und Rechtsüberholen. Mengenrabatt bekommt der junge Mann nicht. Wer Vollgas fährt, darf auch voll zahlen. Okay. Ich schreibe mir gerade Ihre Daten auf, dann komme ich gleich mal. Ja, alles klar. Und dann im Auto warten. Ja. Hä? Ja, was soll ich sagen? Ich hab gequatscht, ich hab nicht aufgepasst und bin selber schuld. Ja? Das passiert schnell. Ja, quatschen und dann noch Arbeit gerade, ein bisschen Gedanken durch den Kopf gegangen. Und, ja, ist so. Passiert. Was soll ich jetzt wollen? Ist ärgerlich? Weil ich komme hier von hier, wir arbeiten hier auf Montage. Das heißt, ich bin eigentlich auf meinen Führerschein angewiesen. Ist so. Sind die Fahrer immer so einsichtig wie er jetzt? 50-50 etwa. Also ein Teil, wie der junge Mann auch, gerade wenn man dann das Video sieht, wird bewusst, was man gemacht hat. Teilweise reagieren sie auch mit Unverständnis und lehnen auch kategorisch das Video ab. Die Quittung fürs Rasen. 2 Monate Fahrverbot, 3 Punkte, fast 400 Euro Strafe. Das gebe ich nochmal wieder. Ich brauche von Ihnen eine Unterschrift, dass ich Sie belehrt habe, warum wir Sie angehalten haben. Danke gleichfalls, gute Weiterfahrt. Tschüss. Fall erledigt. Und morgen bei Maintower. 100 km/h sind angeordnet, aktuell fahren wir 130. Sohnemann im Auto darf Papa beim Rasen und Rechtsüberholen zuschauen. Und Fahrgast im Taxi flippt bei Kontrolle aus. Einsatz für die Autobahnpolizei.